Jo, wir sind gerade so ein bisschen am Testen. Wir wollen vielleicht GTA 5 in Real Life machen. Da wollen wir halt mal gucken, wie das so aussieht mit dem HUD und so, wenn das eingeblendet ist. Und ja, wollten wir halt mal gucken, was passiert. So. So, das war jetzt der Opening Gag. Aber eigentlich geht es hier um was ganz anderes, ist aber nur für die Deutschen interessant. Und zwar habe ich meinen ersten Artikel auf www.giga.de/freunde/nosterafotv geschrieben. Thematisch passt es zu diesem Video, einen Rückblick auf alle GTA-Klone und Vorausschau auf GTA 5, Watch Dogs, Saints Row und so weiter und so fort. Ich werde in Zukunft sicher öfter was auf der Seite schreiben oder vielleicht sogar einer der anderen. Und vielleicht wird sie auch noch ausgebaut, so mit verschiedenen Videoplaylisten und so, wie eine kleine Homepage. Mal sehen. Auf jeden Fall schon jetzt eine ziemlich coole Sache. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal meinen ersten textlichen Beitrag anschauen würdet und mir etwas Feedback gebt. Als kleinen Leseansporn, weil er als erster seiner Art wirklich ziemlich lang geworden ist, gibt es auch noch etwas zu gewinnen. Und zwar dieses wundervolle Poster, was hier schon ewig rumliegt und hiermit offiziell angepimmelt ist. Selbst wenn man so eins selber bereits besitzt, kann man dann beide aufhängen. Geil, wa? Optional gäbe es dann noch Autogramme von uns fünf auf dem Poster, falls irgendwer von euch auf sowas am Abejakulieren sein sollte. Wie auch immer, alles was ihr dazu machen müsst, ist einen schönen Kommentar unter dem Artikel verfassen und irgendeine Form von Kontaktmöglichkeit hinterlassen. YouTube-Account, E-Mail-Adresse, Strippername, Hauptsache ich kann euch dann irgendwie erreichen. Euer Kommentar muss außerdem anzeigen, dass ihr wirklich gelesen habt, was ich da zusammengewurstelt habe. Also einfach nur Penis als Kommentar. Das ist schön anzusehen, wird aber als potenzieller Gewinner eher nicht in Frage kommen. Ansonsten viel Spaß beim Lesen und morgen gibt's die nächste Folge Pink Battle und Penis out! All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Giga.